meine wunderbare, wunderschöne Frau, ich bin dir vom tiefsten Herzen dankbar, dass du mich zu deinem Mann nimmst. Und ich bin froh, dass ich dich ab nun an meine Ehefrau nennen darf. Du machst mich zum glücklichsten Mann auf der Welt. Du bist alles für mich. Nun sind wir eine Familie und ich kann es kaum abwarten, mit dir eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Ich freue mich riesig auf die nächsten Abenteuer mit dir und ich verspreche dir, dass ich ein guter Ehemann werde und ein noch besserer Vater. Ich liebe dich. Unsere Liebe ist Zusammenhalt, füreinander da sein und gemeinsam stark sein. Wir sind ein gutes Team und nehmen Rücksicht aufeinander. Unsere Liebe ist nicht sichtbar und trotzdem ist sie jeden Tag spürbar. Es sind Kleinigkeiten wie die täglichen Nachrichten oder Briefe, die wir füreinander hinterlassen oder wie wir uns ohne Worte nur mit Blicken verstehen. Du bist mein Lieblingsmensch, du glaubst an mich und machst mir Mut. Du unterstützt mich und gibst mir Halt. Ein kleines Lächeln rettet meinen Tag. Mit 1000 Worten könnte ich nicht beschreiben, wie sehr ich dich mag. Du warst es gestern, du bist es heute, du wirst es morgen sein. Ich liebe dich. Dieser Gemeinde. Christoph Meier, willst du Jana Meier, die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ebenso frage ich dich, Jana Meier, geborene Büchtmann, willst du Christoph Meier, den Gott dir anvertraut, als deinen Ehemann lieben und ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe.